Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute möchte ich wieder ein paar BookTube-Geheimtipps vorstellen. Ich mag dieses Format bei anderen immer sehr gerne, wenn man neue YouTuber, BookTuber vorgestellt bekommt, wo man vielleicht wirklich denkt, Mensch, ohne eine Empfehlung wäre ich gar nicht irgendwie auf die aufmerksam geworden, und wo man eben einfach auch so diese Leidenschaft zu Büchern spürt. Und ich mag das gerade bei Leuten, die ein bisschen neuer sind, vielleicht auch noch nicht ganz so lange einfach Videos machen und auch noch nicht vielleicht so eine Reichweite haben wie ich selbst, wo ich einfach denke, Mensch, vielleicht ist ja tatsächlich was für euch jetzt meine Zuschauer mit dabei, wo ihr denkt, Mensch, die kenne ich noch gar nicht, da gucke ich gerne mal rein. Ich habe heute 4 BookTuber und ja, ich bin total happy, dass sie mit dabei sind, dass sie bereit waren, auch ein kleines Vorstellungsvideo zu drehen und mir das zukommen zu lassen. Und die Reihenfolge, wie ich euch jetzt die BookTuber vorstelle, ist kein Ranking oder ähnliches, sondern ja, ich stelle sie euch so vor, wie die Videos bei mir eingegangen sind in der Reihenfolge. Ich dachte, das macht es so einfach irgendwie am gerechtesten, unkompliziertesten. Und ich denke, wir starten jetzt einfach mit den Empfehlungen. Die erste BookTuberin, die ich euch heute vorstellen möchte, ist die liebe Anni, und ich verfolge Anni vielleicht so knapp ein halbes Jahr, und spätestens seit sie mich angestrahlt hat auf der Leipziger Buchmesse, ja, bin ich ein bisschen kommentarfleißiger bei ihr und auch eine wieder regelmäßigere Zuschauerin, und habe als auch wirklich einige Videos in den letzten Wochen so ein bisschen weggesuchtet von ihr. Ich mag einfach ihre junge, spritzige, lebendige Art unglaublich gerne, und sie sprüht auch irgendwie so vor Lebensfreude und Buchfreude. Und auch wenn wir nicht immer einen sehr ähnlichen Lesegeschmack haben, mag ich es einfach, wie sie über Bücher spricht, wie sie auch einfach erklärt, was sie an diesen toll findet. Und freue mich einfach, sie in meiner Abo-Liste zu haben, und habe auch wirklich die 5 bis 10 Minuten auf der Leipziger Buchmesse mit ihr genossen. Es hat mich einfach super gefreut, wir haben da auch schön was zu lachen gehabt, und ich denke, sie stellt sich jetzt am besten auch einfach selbst vor. Hallo Steffi, hallo liebe Zuschauer. Ich bin Anni, ich bin 22 Jahre alt und bin großer Buchnerd. Ich verbringe meinen lieben langen Tag damit, neue Bücher zu lesen, neue Welten zu entdecken und euch diese auf meinem YouTube-Kanal Anni Silber in Lesemonaten, Rezensionen, Neuzugänge-Videos und endlichen anderen Formaten vorzustellen. Ich habe keinen speziellen Lesegeschmack. Ich würde es als eine bunte Mischung aus allem zusammensetzen. Aber am meisten lese ich wirklich gehypte Bücher oder so Bücher, die auf den Bestsellerlisten stehen. Darunter zum Beispiel das neue Buch von Romy Hausmann, Liebeskind. Darauf bin ich auch schon mega gespannt drauf. Aber das am meisten verbreiteste Genre in meinem Bücherregal ist und bleibt einfach bei mir einfach Fantasy, würde ich sagen. Und vor allem die Bücher von Julie Kagawa, die feiere ich immer, aber natürlich auch noch darunter viele andere. Welche genau, das müsst ihr auf meinem Kanal natürlich selber abchecken. Aber auch so Jugendbücher lese ich unglaublich gerne, und deswegen bin ich auch schon gespannt auf das neue Buch von Laura Kneidel, Someone New. Und mal sehen, was mich hier erwarten wird. Es kommt nicht oft vor, aber hin und wieder bin ich auch im High-Fantasy-Bereich unterwegs. Deswegen liegt jetzt gerade auf meinem Nachttisch Der schwarze Thron in der neuen Ausgabe. Und auch dieses Buch verschlinge ich jetzt gerade im Augenblick. Aber auch Thriller kann ich einfach nicht abschlagen. Zum Beispiel auch das neue Buch von Michael Zokos. Und auch ein großer Fitzek-Fan seht ihr jetzt hier vor euch. Deswegen bin ich auch ein sehr großer Thriller-Fan. Und wenn ihr gedacht habt, dass in meinem Genre wirklich Thriller das absolut düsterste Genre ist, dann habt ihr euch absolut geschnitten, denn ja, ich bin auch ein großer King-Fan, lese auch sehr gerne Bücher von Richard Layman und Jack Ketchum und fühle mich auch im Horrorbereich absolut wohl. Ich schaue aber auch mal gerne in der Zukunft vorbei, deswegen bin ich auch ein sehr großer Fan von Dystopien, habe natürlich auch so Bücher wie Panem oder halt die Divergent-Reihe absolut geliebt und freue mich auch immer so zu sehen, was als nächstes in der Zukunft alles passieren wird. Es kommt dann auch mal öfter vor, dass ich auch mal sowas in die Hand nehme und mich auch im Erotik-Bereich so ein bisschen austoben kann. Die meiste Zeit bin ich einfach dabei, so ein bisschen zu fangirlen, meine Bücher zu liebkosen und ja, neue Welten für mich zu entdecken. Ja, und wenn ihr jetzt neugierig auf meinen Kanal geworden seid, dann würde ich mich natürlich mega freuen, wenn ihr mal bei mir vorbeischaut. Ich liebe es einfach, meine Leidenschaft mit anderen Leuten zu teilen, und würde mich wirklich freuen, wenn ihr mal einen Blick auf meinen Kanal werft. Und damit würde ich sagen, wünsche ich euch noch viel Spaß bei Steffis Video, und ich würde sagen,
Bis bald! Auf die liebe Sarah bin ich gestoßen, als ich irgendwie mal nach Videos über Yankee Candle gesucht habe. Ich habe da so vielleicht eine Handvoll YouTuber, denen ich da folge. Und ja, so bin ich auf die liebe Sarah gestoßen. Allerdings, habe ich dann doch entdeckt, Mensch, die macht tatsächlich ja auch Büchervideos. Und deswegen muss sie jetzt auch einfach hier sein, weil ich diese Kombination einfach super passend finde. Ich selbst ja auch auf meinem Kanal präsentiere und ich das auch bei anderen einfach gerne mag, weil ich finde schon, dass einfach zu diesem entspannten Hobby wie Lesen eben auch einfach so etwas wie Entspanntes wie ja, Yankee Candles, Duftkerzen miteinander man gut verbinden kann. Und ich mag bei Sarah auch sehr ihre Art, wie sie über Bücher spricht, wie sie ja das im Grunde einfach so ein bisschen rüberbringt, auch diese Gemütlichkeit, wie sie diese Ruhe hat, wie sie die Muse hat, mit, ich glaube, 2 Kindern nebenbei auch noch so viel zu lesen. Und mich freut das einfach, mit welcher Begeisterung sie das auch macht. Und zudem natürlich auch freue ich mich immer, wenn sie ihre Nase in neue Düfte steckt und auch diese vorstellt. Und ja, diese Kombination gefällt mir bei Sarah einfach unglaublich gut. Und ich denke, auch sie stellt sich jetzt einfach mal vor. Hallo liebe Zuschauer von Steffi und hallo liebe Steffi. Ich bin Sarah vom Kanal Sarah Sophie. Ich freue mich total, dass ich dabei sein darf bei deinen BookTube-Geheimtipps und dass du mich gefragt hast. Das hat mich total gefreut. Also vielen lieben Dank schon mal an dieser Stelle. Ich bin Sarah, ich bin 37 Jahre alt. Ich habe 2 Kiddies, bin Krankenschwester von Beruf und mache seit vielen Jahren kerzenhaltige Videos, also Duftvideos hier auf YouTube. Und ungefähr seit einem halben Jahr eben auch Büchervideos. Das Lesen ist meine große Leidenschaft seit meiner Kindheit und ich habe einfach jetzt vor kurzem entschlossen, meinen Kanal um diese Leidenschaft zu erweitern und zeige euch meine Bücher, die neu dazugekommen sind, zeige euch meine gelesenen Bücher in Lesemonaten, rezensiere auch manchmal Bücher, ich frage immer mal wieder auch Bücher bei Verlagen an. Ja, ich bin da vom Lesegeschmack sehr breit aufgestellt, würde ich sagen. Ich mag sehr, sehr viele Genres. Ich lese vor allem aber Bücher, die inhaltsvoll sind. Ich mag Geschichten, die mir was geben. Ich mag Bücher, die einfach mir die Zeit versüßen, ohne dass sie mir die Zeit stehlen. Kann man das so sagen? Also ich mag sehr gerne gute Thriller, ich mag Romane, ich mag Familiengeschichten, ich mag Biografien. Ich bin eigentlich bis auf Chicklit und New Adult überall unterwegs und freue mich immer sehr, nach einem gelesenen Buch in ein anderes Genre zu springen. Also ich bin da immer sehr abwechslungsreich beim Lesen. Und das merkt man eben auch bei meinen Lesemonaten. Ja, und darum würde ich mich total freuen, wenn ihr mal vorbeischaut bei meinem Kanal und wenn ihr Lust auf duftende und bücherhaltige Videos habt, dann seid ihr bei mir genau richtig. Und da würde ich mich total freuen, euch da wieder zu sehen. Also vielen Dank, dass ich mich hier vorstellen durfte und bis bald auf meinem Kanal. Tschüss! Die dritte im Bunde ist eine Empfehlung von Thorsten an mich bzw. an uns Kingsianer gewesen, nämlich die liebe Monika vom Kanal Seitenraupe. Und Monika habe ich anfangs immer sonntags bei ihren Live-Hangouts so ein bisschen begleitet. Sie macht immer sonntags, so habe ich zumindest jetzt den Eindruck, immer Live-Hangouts mit unterschiedlichen Gästen und ich werde auch mal total erfreut darüber, da auf dem Kanal mit dabei zu sein. Finde ich super. Wir haben auch jetzt, glaube ich, in 2 Hangouts einen relativ regen Chat-Hangouter-Kontakt gehabt, was mir super viel Spaß gemacht hat. Aber Monika macht nicht nur Hangouts, sondern auch wirklich ganz, ganz tolle Videos zu ihren Büchern, die sie gelesen hat, die sie interessiert. Ich bin da wirklich total fasziniert, welch erlesenen Geschmack Monika auch hat und sie selbst ja unbekannte Bücher mit einer Begeisterung vorstellt, dass man so denkt, warum kannte man dieses Buch noch nicht? Dank Monika sind bei mir, glaube ich, jetzt auch schon 3 oder 4 Bücher auf der Wunschliste gelandet und ich mag es einfach, welche Energie sie so in ihre Videos steckt. Sie hat auch Autoreninterviews und ich finde, das macht sie ganz, ganz toll und wirklich so fachmännisch und kompetent. Und mir macht es unglaublichen Spaß, ihre Videos anzusehen. Zudem spielt sie auch gerne mit der Technik und dreht sehr viele ihrer Videos vor einer grünen Wand, um dann eine richtig tolle Kulisse einzubauen. Also ich bin da wirklich begeistert und mag einfach so dieses Gesamtpaket und gebe jetzt im Grunde auch die Bühne frei für die liebe Monika zur Vorstellung.
Hi, mein Name ist Monika und ich habe den Kanal Seitenraupe. Ich wurde von der lieben Steffi gebeten, mich hier auf ihrem Kanal mal ein bisschen vorzustellen. Das mache ich natürlich jetzt sehr gerne. Mein Name ist Monika, ich habe den Kanal Seitenraupe. Ich bin Jahrgang 70 und dementsprechend blicke ich schon auf sehr viele gelesene Bücher in meinem Leben zurück. Ich habe nämlich schon mit 7 Jahren angefangen zu lesen. Und was mir halt immer wieder gefehlt hat, war so ein Austausch über meine Bücher, die mich vielleicht ein bisschen berührt haben, über die ich gerne reden wollte und ich hatte keinen. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, ich gründe BookTube. Mein BookTube-Kanal besteht schon seit Oktober 2018, aber so richtig aktiv wurde ich erst im Januar 2019. Auf meinem Kanal findest du wirklich alles rund um das Thema Bücher und Hörbücher. Mein bevorzugtes Genre ist Thriller und Horror, aber auch alle anderen Bücher, alle guten Romane, historische Romane, die mich auch berühren, die wirst du auf meinem Kanal finden. Also ich habe ein sehr durchwachsenes Angebot. Meine Formate sind Neuzugänge. Heute zeige ich dir meine Neuzugänge von Dezember. Ich habe heute wieder ein Neuzugänge-Video für dich, und zwar die vom März. Im heutigen Video zeige ich dir meine erste Bestellung beim Fester Verlag. Rezensionen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension von mir. Heute geht es um die neue Kurzgeschichte von Stephen King, Erhebung. Dieses Buch erlebt im Moment einen extremen Hype. Dieses Hörbuch verursacht absolute Gänsehaut. Unpacking. Heute habe ich ein Unpacking für euch. Der Hermesmann hat eben geklingelt. Das Paket von Yvonne ist angekommen. Text, damit du mich auch ein bisschen besser kennenlernen kannst. Ich liebe einfach Text. Heute gibt es mal wieder einen Tag, und zwar den Spring Cleaning Tag. Heute den Wald-Tag gibt. Wenn dich interessiert, was der Wald-Tag überhaupt ist, für dich, und zwar den King-Title-Tag. Autoreninterviews, die regelmäßig einmal die Woche kommen. Also ich bin Sarina Lewis. Kann ich euch gerne mal zeigen. Das spiegelt ein bisschen. Hallo Sandy, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich riesig. Hi. Du hast ein Buch dabei, oder? Damit man als erstes mal das Cover sieht. Das sieht voll cool aus. Laura Newman Cover. Hallo Katharina, schön, dass du bei mir bist. Magst du dich ein bisschen vorstellen? Hallo, ja, natürlich, gerne. Also ich heiße Katharina, ich bin, Moment, muss ich gerade nachrechnen, Jahrgang 62, egal, sage ich es einfach so. Habe mittlerweile auch schon einige Bücher veröffentlicht und für dieses Jahr habe ich mir eine ganze Menge Neues vorgenommen. Gerade ist auch ein neuer Roman von mir erschienen. Und Live-Chats, einmal mit Gäste. Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Sonntagstee und heute was ganz Besonderes, nämlich Gäste. Ich habe mir 3 Gäste dazu geholt und einmal ohne Gäste. Und da möchte ich jetzt mich mal gerne mal mit euch ein bisschen austauschen, die jeden Sonntag stattfinden. Bei den Formaten, da lege ich mich auch gar nicht so fest. Bei mir kommen immer wieder neue Formate dazu, die für dich interessant sein könnten und die mir auch regelrecht Spaß machen. Und wenn du jetzt Lust hast, ein bisschen bei mir rumzustöbern, dann würde ich mich natürlich freuen, auch wenn du mir ein Abo dalassen würdest oder ein Like und vielleicht ein kleines Kommentar, dass du von Steffis Kanal kommst. Und bedanke mich recht herzlich bei Steffi für dieses Angebot, dass ich mich hier vorstellen darf. Und dann würde ich mich natürlich freuen, dich auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Ciao! Und last but not least, natürlich muss jetzt hier heute auch die liebe Rebecca vorgestellt werden. Rebecca hat mich ja letztes Jahr auf der Leipziger Buchmesse zum Weinen gebracht, als sie ein Kingsiana-T-Shirt zum Booktuber-Treffen anhatte. Ein Moment, der sich total eingeprägt hat in meinem Kopf. Ich war total sprachlos, im Grunde hier nicht nur einer Zuschauerin so zu begegnen, die einfach Hallo sagt, sondern die ihre Begeisterung uns Kingsianern gegenüber eben wirklich auf einem T-Shirt trägt, und ich fand das unglaublich großes Kino. Rebecca habe ich dann auch nochmal in Frankfurt gesehen. Sie war da beim Frankfurter Treffen mit dabei und wir haben dieses Jahr auch gefühlt alle 3 Tage auf der Leipziger Buchmesse miteinander verbracht, plus den gemütlichen Samstagabend, und es war mir einfach eine Freude, Rebecca im Grunde so ein bisschen näher zu kommen, und wir sind mittlerweile auch über WhatsApp so ein bisschen verbunden und haben nicht nur die große Liebe von Büchern, sondern wir lieben auch Duftkerzen. Da haben wir uns jetzt auch schon ausgetauscht. Wir sind absolute Harry Potter Nerds. Wir haben einen sehr ähnlichen Lesegeschmack, was zum Beispiel auch High Fantasy angeht, aber eben auch diese bunte Mischung, die sich auf ihrem Kanal wiederfinde, die ich einfach sehr mag. Und zudem mag ich eben Rebecca auch einfach persönlich unglaublich als Mensch und mag daher auch einfach ihren kleinen, aber feinen Kanal, und ich hoffe, dass sie jetzt, nachdem sie doch ein bisschen kränklicher war, wieder aktiver ihre Videos kommt
gekommen. Sie zieht ja jetzt auch um, hat jetzt aktuell ja auch ihr Bücherregal vorgestellt. Und ich bin einfach Fan, nicht nur von ihr als YouTuberin, Booktuberin, sondern von ihr auch als Mensch. Und sende jetzt hier auch nochmal ganz liebe Grüße und wünsche euch viel Spaß bei ihrer Vorstellung. Hallo, liebe Steffi, und hallo an alle, die dieses Video schauen. Ich bin Rebecca und mein Kanal heißt Becks Bookworld. Erstmal vielen Dank an dich, liebe Steffi, dass ich heute Teil dieses Videos sein kann. Ja, ich freue mich sehr. Mein Kanal gibt es noch nicht so lange. Ich habe selber jahrelang BookTube geschaut und habe immer mal wieder überlegt, ob ich meinen eigenen Kanal machen soll. Und dann letztendlich Anfang dieses Jahres habe ich mich dann dafür entschieden und habe meinen Kanal gegründet. Ja, mir macht das Videodrehen einfach viel Spaß. Ich quatsche einfach super gern über Bücher. Ja, ich habe, glaube ich, im privaten Umkreis, ähnlich wie ihr, nicht ganz so viele Leute, die Leidenschaft für Bücher so teilen, so wie ich die habe. Und deswegen finde ich einfach die Community BookTube total toll. Ja, und mir macht das einfach unheimlich viel Spaß, mich mit euch auszutauschen. Und ja. Ja, was lese ich so? Hauptsächlich habe ich früher nur Fantasy gelesen. Das hat sich aber mittlerweile einfach geändert. Ich brauche die Abwechslung bei Büchern und mittlerweile lese ich eigentlich fast alles. Ich bin für alles offen, sagen wir mal so. Ja, ich lese immer noch gern Fantasy, Science Fiction und Dystopie. Ich lese gern Liebesromane und New Adult. Ich habe jetzt auch die historischen Romane für mich entdeckt. Ich mag Horror, natürlich. Ich liebe Stephen King. Ja, ich bin von keinem Genre wirklich abgeneigt, weil ich finde einfach, eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte und es macht einfach Spaß, jede Geschichte zu entdecken. Ja, zwei meiner absoluten Lieblingsbücher habt ihr eben gerade schon gesehen. Das sind nämlich S von Stephen King und Die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs. Ja, von beiden Autoren bin ich ein super großer Fan und habe jedes Buch hier im Regal stehen. Ja, wenn ihr Lust habt, bei mir mal vorbeizuschauen, dann tut das gerne. Ich würde mich freuen und vielleicht bis bald. Und das waren sie jetzt auch schon, meine vier Geheimtipps an Booktubern. Und ich hoffe, euch hat die Mischung ein bisschen gefallen. Vielleicht seid ihr ja auch auf jemand ganz Neues gestoßen, wo ihr direkt sagt, Mensch, auf diesem Kanal schaue ich mich um. Dann lasst da gerne liebe Grüße von mir da. Ich hoffe, dass ihr auch einfach so ein bisschen, wenn ihr Tipps habt, die auch gerne in den Kommentaren lasst oder wenn ihr vielleicht die Booktuber schon kanntet, auch nochmal so ein bisschen erzählt, was ihr da toll findet. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ich danke jetzt nochmal allen vier Booktuberinnen, dass sie die Zeit gefunden haben, mir ein kleines Video dazulassen. Es hat mich sehr, sehr gefreut, euch vorstellen zu können und zu dürfen und dass ihr da einfach Teil dieser Aktion seid, wo man einfach sagt, wir teilen so ein bisschen unsere Leidenschaft und finden so ein bisschen zueinander. Und ich bin auch gespannt, was jeder einzelne von euch jetzt sozusagen zu den anderen drei sagt, denn meine Geheimtipps wissen nämlich gar nicht voneinander, wer in dem Video mit vorgestellt wird. Deswegen bin ich jetzt gespannt, ob ihr die anderen vielleicht schon kanntet oder jetzt auch jemand ganz Neues dabei war, lasst das auch gerne in den Kommentaren da und ich würde mich freuen, wenn wir so ein bisschen wachsen und auch die Community einfach so ein bisschen stärken und unterstützen und danke euch jetzt allen fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video, wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.